Coco ist ja gar kein wirklicher Draufgänger, fährt er gar nicht wirklich Offroad. Wir sind da schon gefahren mit dem Exigen geradeaus in die Prärie. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Jo, gehen wir's an! Volvo Amazon P130 oder Amazon. Weiß ich, ob man beim Volvo dann Amazon sagt. Will da jemand abkürzen? Nee, nicht mit mir. Hab nach Gearbox etwas draus gelernt, hoffe ich. Ey! Ich fahr wirklich komplett Offroad. Nächster Checkpoint soll da hinten sein. Wobei ist Straße. Guck mal, wie schmutzig der X7 ist, aber er ist wieder ganz. Oh, ein Flugzeug mitten auf der... In der Landschaft, jetzt kommt dicke Straße, wir haben einen dicken Vorsprung, das wird massiv ausgehen. Aber nicht so früh freuen, habe ich bei Gearbox gemerkt. Also nicht dem Entwickler. Oh, schon gewonnen. Sondern dem Gegner, der da unten. Ha! Du hast El Coco richtig wütend gemacht. Nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, ob du ihn nochmal schlagen kannst. Ah, ihn. Ist also ein Typ. Ich wollte ja eigentlich ganz woanders hin. Ich komme der Sache aber immer näher. Ist El Coco noch hinter uns? Dann könnten wir gleich nochmal fahren. Keine Ahnung, was ich brauchen muss. 282, okay. Ist aber viel gerade. 350, das ist sehr viel gerade. Hoffentlich verkacke ich es nicht noch. Ein Auto vor der Nase. Immer noch nicht das Ziel. Da. Keine drei Sterne. Jetzt interessiert mich aber mal der Bestwert da. Basislieferung. Und in 8 wieder einer. Oh, 3,30. Na gut. Beim nächsten Mal wieder. Wobei, das war ziemlich einfach. Oh, noch was. Ach, 3 Sterne. Okay. Stimmt, hier sind wir bei Nacht. Ich glaube, letzte Folge lang gefahren. Nein, ich gebe kein Geld aus. Ich glaube, ich fahre das Ding von der anderen Seite. Nee. Viel, viel zu langsam. Aber hier geht's bergab. Mist, 13. Aber das sieht machbar aus. Oh, leicht touchiert. Ihn hat's ganz schön weggehauen. Da war ein Street Racer, aber nein. Ich lass mich nicht bei der Ablenkung ablenken. Das geht zu weit. Zumindest jetzt. Mist, Dreck. Das wird so nix. Eine sehr schöne Strecke ist das. Der kugelt sich auch. Nichts passiert. Gut, dann probiere ich es aber gleich wieder von der anderen Seite. Die beiden Seiten sehen nicht verkehrt aus. Am Ende habe ich dann... Hier geht es bergauf und am Ende in die andere Richtung habe ich dann... ein Bergabstück. Oh Gott, da ist was über die Straße gerollt. Ich beginne das Ding nicht gut. Ich muss hier durchgehend 350 fahren, wenn ich mal zwischendurch runtergehe auf 300. Muss das. Mann, 12 km/h zu wenig.
Aber im Schnitt ist es nochmal etwas schwieriger. Ich probiere es jetzt noch einmal, ansonsten nehmen wir ein anderes Auto. Oh, noch ein Speedrun. Von dem einen in den nächsten. Ah, der hat Korben, den mache ich jetzt nicht. Bestenfalls gehe ich gleich mit 320 über die Linie. Nicht Dreck. Ist bei dieser recht geraden Strecke nicht machbar, im Dreck zu fahren. Machbar schon, aber sollte ich nicht. Wie kann man so einfach die Linie halten? Ich muss jetzt durchgehend 350 fahren. Gerade reicht es 337 als Konkurven. Nein! Nein, ein Kamha! Okay, das mache ich jetzt, bis ich schaffe. Bis ich es schaffe. Ein blödes Kamha. Ich kann von der anderen Seite mehr geraden Anlauf annehmen. Ist aber echt eine sehr angenehme Strecke und der Verkehr ist auch nicht so schlimm. Oh, das war doch Nassim, oder? So, hier geht's los. Ja, 300 Sachen. Das hat keine großen Ausflüchte. Bitte. Voll auf die Straße konzentrieren. Jetzt kommt gleich die böse Kurve. Nein, na doch, 337. Ich dachte schon wieder, der Dreck, der spielt mir böse in die Karten. Aber war noch mal. Oh, hier ist noch eine Radarfalle, aber hier ist auch diesen Street Racer. Dem fahre ich jetzt entgegen. Ah ne, es war ein Kringel da. Ob wir Nassim wieder so klar nass machen? Mac, wäre es nicht nett, sich einen Street Racer vorzuknöpfen? Zumal die Nassim bisher Haushof verloren hat. Jedes Mal. Oh, jetzt will sie nicht mehr. Komm schon. Jetzt. Was du kannst. Veteran 247, bitte kein Offroad. Knapp 100 Punkte besser, um genau zu sein, 93. Oh, es geht gleich Offroad-mäßig los. Das könnte mal relativ knapp werden gegen das Team. Nein. Muss mir abkürzen, aber den Checkpoint mitnehmen. Bringt Abkürzen gerade nicht so viel. Jetzt habe ich kein Nitro mehr, um im Dreck zu beschleunigen. Nicht gut. Naja, nee, so klar gewinnt mir das nicht, aber die Strecke sehe ich doch schon wieder, die kenne ich. 5,3 Kilometer. Ich brauche Straße unterm Hintern. Jetzt geht's los. Hier kann man doch bestimmt gut driften. Oh! Ein weiterer Weg. Macht's etwas herausfordernder. Ach, der Checkpoint war da drin. Kacke. Können wir das hier nochmal neu starten? Ja, danke. Oh Mann. Das war schlecht. Jetzt hat Nassim sogar mal gewonnen. Unglaublich. Komm doch her, Mädel. Aus wie ein Typ da drin. Ich sehe es nicht genau. Wir beginnen auf der Straße, aber im Grunde ist das ein Rundkurs, ein Sprint-Rundkurs.
Mehr cool, wenn wir es gleich auf der Straße mit 100 Punkten klar machen könnten, bevor wir in den Dreck kommen. Ah, die Ecke. Hm, ja. Nein, 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 nein. Anders Team hängt auch. Beim Tuner. Du hast die Chance, noch dick Punkte zu machen. Das Blau sieht man gerade nicht im blauen Himmel. Pack's einfach ab. Nassim macht uns aber auch gerade. Macht's uns aber auch gerade einfach. Das war wieder ein klassisches Nassim-Rennen. Eine war ein Ausrutscher. Einmal ist kein Mal. Einfach brillant! Ein Veteran besiegt. Shit! Ich glaub's nicht, dass du Nassim dreimal besiegt hast. Nicht schlecht. Oh ja, eine neue Heckscheibe. Diesmal fahre ich nicht gegen die Leitplanke. So, mal gucken. Ich bin so nah wie schon lange nicht mehr an dem Eck. Dann sieht der Wagen schön aus, wenn er noch 0,0 Kratzer hat und noch keinen Staub am Lack. Speedrun. So ein schicker RX-7 aber auch. Mit dem Staub dürfte jetzt Geschichte sein, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Boah, jetzt sind hier viele Autos. Sie kann noch geschafft werden. Das ist aber ein langer Speedrun mit vielen Kurven und blöden Verkehr, das schaffe ich nicht mehr. In welche Richtung musste ich fahren für das eigentliche Ziel? Ich gucke mal kurz auf die Streckenkarte, wir scheinen nicht rechts zu sein. Ah, fast da. Aber das ist ein Street Racer davor. Oh oh. Hier ist eine Driftzone. Lass ich mich jetzt ablenken? Die Driftzone hat mich nicht ablenken können. Eine Köderkiste. Das ist zu schmackhaft, weil das zu einfach verdientes Geld ist. Ich habe mich ablenken lassen. Cool. Soll ich mich hier lang fahren? Straße. Ich dachte schon, die verstecken sich da unterm Stein. Ich will eine Corvette sehen. Hey, hey, hey. Ach, der wird umlenken. Das ist ein Dodge. Oh Gott, wir werden bei 60 km/h geschnappt. Da ist jemand in der Prärie. Schaut mal auf die Streckenkarte. Hey, die Strecke hier kennen wir doch mit der Tankstelle. Du bist andersherum. Wahnsinnig schlecht. Schaut mal, die sind gerade alle irgendwo hängen geblieben. Der eine in der Landschaft, der andere vor der Tankstelle. Oh, hier sind EMP-Leute. Zwei sogar. Oh. Schnell weg. Oh, 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 oh. Jetzt werden wir gestachelt von den EMP-Dingern. Die dicke Palme kann man wegfahren. Die kommt damit gar nicht klar. Bei dieser Köderkiste. Also mit der Umgebung und mit der Straße. Jetzt sind drei hinter uns her. Drei gelbe. 2 Kilometer noch. Dann werde ich ja immer in die Köderkiste fahren. Oder fast immer. Außer ich habe schon einen anderen Winkel. Komme ich ja gar nicht zu der Wiederholung des Drifts. Und das mehr als ein Kilometer noch. Zwei Bremsen. Also die kommen gar nicht klar mit uns. Die Polizisten. Da ist das Ziel.
wird der X7 gleich mal, schätze ich mal, wieder verbessert. Weil Speedkarte. Und ist die auch besser? Oh, so viel, das wird wohl was. Oh, Nitro. Nee, kostet mir einfach zu viel Nitro und bringt kaum... bringt Höchstgeschwindigkeit, aber der Rest... Nee, das Nitro... Nee. Ich war mir so sicher, aber nein. So. Die Köderkiste ist ja recht nah. Vielleicht mache ich es jetzt einmal und dann kann ich wieder Köderkiste fahren. War doch eine Driftzone, oder? Ich meine ja. Den schaffe ich bestimmt nicht. Nee. Nee. Nee, nee, überhaupt nicht. Ah, die Kurve mit der Brücke hier. Hm. Hier unten könnte ruhig ein Chip sein. Unbefahrene Plakatwand. Und da oben ist der Chip, ja, der Sprung. Der dicke. Das wäre aber massive Maßarbeit, ja. Die Plakatwand sieht schnell machbar aus. Muss bloß außenrum um den Felsen. Hier ist noch eine Radarfalle. Die Plakatwand. Das krieg ich auch mit dem Anlauf, wenn ich will, nicht drüber springen. Gerade so geschafft. 50% Plakatwände erwischt. Knapp drunter. Der Racerhändler. Gut, das ist eine Driftzone. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Street Racer, weil die beiden Sachen Driftzone und Radarfalle würde ich jetzt noch ganz gerne machen. 50.000. Ach, die. Okay. Stimmt, Radarfalle und Driftzone. Das war das, was ich vorhin mal angemerkt habe vor ein paar Folgen. Die aufeinanderfolgenden. So, der Wagen mehr Bums kommt auch damit besser nach oben. Ach, hier ist schon Ende. Schade, aber das ist machbar. Ob das Backup was wird. Ah. Schön weitläufig hier das Eck. Nein, 5000. Och nö. Na, 4000 aber geschafft. Nicht geschafft ist nicht geschafft. Dann probieren wir es nochmal bergauf. Na, den Drift Trial, den machen wir noch. Hab ich vor. Ah, ich wollte den Multiplikator mitnehmen. Dabei habe ich den Drift beendet, weil ich die Lenkung zu sehr geöffnet habe. Das Bild ist hier oben ist schon ein Ziel. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal groß ansetzen, aber ist nicht, wenn hier schon Ziel ist.
Gut, dann probieren wir es nochmal runter zu. Das scheint doch besser zu sein. Aber erst in der nächsten Folge. Und dann in der nächsten Folge bestimmt den Drift Trial. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.